Christina hier. Ich hoffe, es geht euch genauso gut wie mir an diesem heißen Wetter. Ich glaube, heute werden es nochmal um die 30 Grad und jeder ist schon irgendwie am Jammern. Und ich denke mir erst so, ach, das ist meine Wohlfühltemperatur. Ich bin sonst so eine Frostbeule. Richtig schön. Genau, ich würde euch heute sehr, sehr gerne von meinen persönlichen Erfahrungen von der Leberreinigung erzählen, beziehungsweise wird das Video gerne so ein bisschen aufbauen, dass ich erstmal generell auf die Funktion der Leber eingehe, warum das Organ überhaupt so wichtig ist, warum eine Reinigung des Organs so essentiell ist, wie die Reinigung funktioniert, die Benefits, Pro, Kontras und meine persönlichen Erfahrungen. Genau, ich würde sagen, dann springen wir direkt mal in die Thematik rein mit den Aufgaben der Leber. Ach, und noch eine ganz, ganz wichtige Sache, bevor ich in das Video reinjumpe. Und zwar handelt es sich natürlich nur um meine persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung. Ich kann dazu sagen, dass ich ein Mensch bin, dass wenn ich mich mit einer Thematik auseinandersetze, ich grase das ganze Internet nach Informationen ab. Ich hole mir Informationen von verschiedenen Quellen und bilde meine eigene Meinung dazu, plus mache die Erfahrung, um wirklich auch authentisch hinter einer Sache stehen zu können. Ich bin mir absolut bewusst, dass gerade bei solchen Thematiken alternative Heilung und Schulmedizin die Welten aufeinanderklatschen und dass da auch ganz, ganz viele Kritiker da draußen sind, die eventuell sagen, Christina, das sind nur Verseifungen, Christina, das ist Placebo-Effekt oder das kann gar nicht funktionieren. An all die Leute da draußen habe ich einfach eine große Bitte. Und zwar, wenn ihr eure Meinung natürlich äußern möchtet, was natürlich jedem freiliegt, also auch wenn es Kritik ist, bitte in einem respektvollen Rahmen. Und zweitens finde ich es einfach fair, dass wenn man Kritik äußert, sich auch ausgiebig über die Thematik also mit der Thematik auseinandergesetzt hat und eventuell auch selber die Erfahrung gemacht hat, weil ansonsten kann man gar nicht wirklich mitreden. Diese ganze Heilung, die Tausende von Menschen wirklich schon erfahren haben durch diese Reinigung, ein Placebo-Effekt sein kann. Ich persönlich glaube das einfach nicht und letztendlich möchte ich aber auch dazu sagen, dass Placebo-Effekt immer so ein bisschen so einen negativen Touch hat. Placebo-Effekt ist eigentlich nichts anderes als Selbstheilungskräfte. Und Selbstheilungskräfte ist das wahnsinnig mächtigste, was unser Körper prinzipiell eigentlich besitzt. Von daher finde ich das eigentlich immer so ein bisschen schade, dass das ein bisschen abwertend immer hingestellt wird. Genau, ich glaube, dass diese Reinigung Tausenden von Menschen einfach unfassbar schon geholfen hat. Und für alle Kritiker, die müssen sie ja nicht machen. Ganz einfach. Also, viel Spaß. So, dann kommen wir mal zu den Hauptaufgaben der Leber. Was kann das Organ denn überhaupt? Und zwar eigentlich eine ganze Menge. Also man könnte die Leber als Nährstoff-Jongleur bezeichnen. Sie holt überzählige Nährstoffe, die der Körper gerade nicht benötigt, aus dem Blut heraus und speichert sie und meldet irgendeine Körperregion Bedarf an bestimmten Nährstoffen, kann die Leber die wieder freisetzen und in den Blutkreislauf einschleusen. Hier findet quasi das Recycling und die Müllentsorgung statt. Die Leber ist ein Hochleistungsfilter, das heißt, die Hepatozyten filtern alte Hormone und Blutkörperchen, Bakterien, defekte Zellen aus dem Blut heraus. Auch zum Beispiel Schadstoffe wie Ammoniak, welches ja durch den Eiweißabbau entsteht, Alkohol, Pestizide, Medikamentenreste, das wird alles durch die Leber geschickt und hier gefiltert. Zudem ist sie eine Hormonfabrik, das heißt, sie produziert Wachstumshormone. Hier wird ebenso die Gallenflüssigkeit produziert, sie ist ein Cholesterinlieferant. Ebenso quasi eine Körperapotheke, das heißt, die Leber stellt Gerinnungsfaktoren bereit, die dafür sorgen, dass eine kleine Schnittwunde halt nicht zu einem lebensbedrohlichen Blutverlust führt. Und zudem ist sie halt eine komplette Hochleistungsmaschine. Hier strömen halt pro Minute 1,4 Liter Blut durch die Drüse und das macht pro Tag ca. 2000 Liter. Letztendlich besteht die Reinigung oder die Methode aus 6 Tagen Vorbereitungszeit und die Ausscheidungsphase besteht nur aus 16 bis ungefähr 20 Stunden. Ich persönlich fange immer mit der Reinigung ungefähr
samstags, sonntags an, um mit dieser Ausscheidung oder diesen Ausscheidungstag auf einen Freitag zu legen, damit ich halt auch den ganzen Samstag habe zum Auskurieren. Aber das kannst du auch auf einen freien Tag legen oder je nachdem vielleicht auch auf einen Samstag, wie es dir am besten passt. Zu beachten ist auf jeden Fall, dass es auch in der Zeit von Vollmond zu Neumond stattfinden soll, weil der Körper einfach dazu neigt, wie wir alle wissen, der Mond hat halt extreme Auswirkungen auf Wasser, kann letztendlich ganze Ozeane bewegen und dementsprechend, wir bestehen aus 70% aus Wasser und zu bestimmten Mondzeiten hält der Körper auch das Wasser ganz anders zusammen und bei anderen Zeiten lässt er los. Und dementsprechend würde ich diese Reinigung zwischen Vollmond und Neumond legen, weil da das Gewebe dazu neigt, Toxide und Giftstoffe auszuleiten und auch Wasser auszuleiten. Achso, und was noch ganz wichtig ist, auf jeden Fall vor und nach der Leberreinigung entweder zur Kohlenhydrotherapie, zu einer Heilpraktikerin oder selber einen Darm, eine Darmreinigung oder Darmeinlauf durchführen. Das ist auf jeden Fall super essentiell, weil du möchtest auf jeden Fall vermeiden, dass diese Ablagerung und diese Cholesterinablagerung und Gallensteine in deinem Darmtrakt stecken bleiben oder sich in diese Darmfalten reinlegen und in deinem Körper verweilen, weil dann ja, könntest du auf jeden Fall kontraproduktive Auswirkungen herbeiführen, was wir ja natürlich mit der Reinigung nicht wollen. Dann das Equipment. Was brauchen wir überhaupt? Wenn wir am sechsten Tag angekommen sind, kommt die Vorbereitung zur eigentlichen Leberreinigung. Am sechsten Tag sollte man darauf achten, den gesamten Liter Apfelsaft oder den Sauerkirschsaft bereits am Vormittag zu sich zu nehmen. Morgens kann man noch ein leichtes Frühstück zu sich nehmen, wie zum Beispiel Obst, warmer Haferbrei, Haferflocken mit Hafermilch zum Beispiel. Allerdings sollte darauf geachtet werden, Zucker, andere Süßungsmittel, Gewürze, Butter, Milchprodukte, generell tierische Produkte, Öle, Joghurt, Käse, Schinken, Eier, Nüsse, natürlich Gebäck oder anders industriell, mein Gott, verarbeitete Nahrungsmittel zu meiden und nicht zu sich zu nehmen. Frisch zubereitete Säfte oder Obst wären kein Problem. Zum Mittagessen ist zu empfehlen, gekochtes oder gedämpftes Gemüse mit Reis, wie zum Beispiel weißer Basmati-Reis oder auch alternativ Quinoa oder Buchweizen. Nach 13.30 Uhr sollte man nichts mehr zu sich nehmen, außer nur noch Wasser. Man muss sich jetzt genau an den zeitlichen Ablauf halten, ansonsten kann es sein, dass die Leberreinigung nicht funktioniert. Um 18 Uhr bereitet man das Wasser mit dem Bittersalz vor. Man löst die 60 Gramm Bittersalz, ungefähr 4 Esslöffel Bittersalz, in ungefähr 720 Milliliter reinem Trinkwasser auf. Das ergibt ca. 4 Portionen a 180 Milliliter. Die erste Portion nimmt man bereits um 18 Uhr zu sich. Das Bittersalz ist dafür zuständig, dass die Gallengänge sich entspannen und sich weiten, damit halt die Steine leichter rauskommen können. Um 20 Uhr trinkt man jetzt die zweite Portion Bittersalz. Man merkt eventuell schon, dass es rumort im Darm, eventuell hat man schon Stuhlgang. Wenn nicht, sollte man darauf achten, dann auf jeden Fall einen Einlauf durchzuführen, dass der Darm leer ist und dementsprechend auch die Steine gut passieren können und nirgendwo dran kleben bleiben. Um 21.30 Uhr fängt man an, die Grapefrucht oder alternativ natürlich deine Zitrusfrucht auszupressen. Man sollte darauf achten, dass keine Flüsschen oder kein Fruchtfleisch von der Grapefrucht mehr in dem Saft drin sind. Da auf jeden Fall darauf achten, weil es sonst sein könnte, dass dir sehr schlecht während der Reinigung wird. Du vermischst jetzt quasi diese Öltextur mit deinem frischen Zitrussaft. 22 Uhr stellst du dich neben dein Bett, du setzt dich nicht hin, sondern du stehst, trinkst die ganze Mischung aus, wenn es möglich ist, halt wirklich zügig in einem Zug und danach legst du dich sofort hin. Das ist wirklich super wichtig, die Zeit einzuhalten und auch
das genau zu befolgen, wie das in dem Protokoll von Andreas Moritz drin steht. Am besten legt man den Kopf ein bisschen erhöht. Das Licht direkt ausmachen, auch nicht mehr Zähne putzen, sondern wirklich sich darauf konzentrieren, sich zu entspannen, die Aufmerksamkeit auf die Leber zu fokussieren. Die Gallenblase und die Leber fangen an, die Steine auszuschütten. Manchmal merkt man das, ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, wie das, man kann es vergleichen mit einer Kugelbahn, mit so einer Murmelbahn, dass da wirklich einfach in der Nacht so die Dinger rausgekugelt kommen. Der nächste Morgen um 6 Uhr oder 6.30 Uhr, also ich habe meinen Wecker immer um kurz vor 6 gestellt, fängt der Tag schon an. Das heißt, die dritte Portion Bittersalz wirst du zu dir nehmen. Du kannst auch alternativ einen Spritzer irgendwie Zitronen- oder Limonensaft reinmischen. Das hat es mir ein bisschen erträglicher gemacht, das Bittersalz runterzubekommen. Dann kann man entweder schon in den Tag langsam starten mit ein bisschen Yoga, Meditation oder sich auch nochmal hinlegen. Um 8 Uhr geht es dann weiter mit der letzten Portion Bittersalz. Man merkt eventuell auch schon, dass die Ausscheidung beginnt. Genau, um 10 Uhr ungefähr das erste Mal wieder was essen. Mit frisch gepresstem Obst oder Gemüsesaft anfangen, wie das nach einem kurzen Fasten auch üblich ist. Auf jeden Fall nichts zu Heftiges oder zu Schweres. Alleine auch an dem Tag darauf achten, dass man leichtere Sachen zu sich nimmt. Nachdem ich diese Öltextur getrunken habe, habe ich sofort gemerkt, in meiner Leber, meine Leber arbeitet, mein Körper arbeitet, ich habe mich ganz ruhig hingelegt, habe manchmal noch ein bisschen Meditationsmusik angehört oder angemacht, einfach um dabei einzuschlafen. Ich hatte manchmal oder beziehungsweise bei den ersten zwei Reinigungen ein bisschen Probleme gehabt, durchzuschlafen. Ich hatte einen relativ leichten Schlaf gehabt, weil ich auch während der ersten und zweiten Reinigung aufgewacht bin, um ja, diese Bewegungen in der Leber festzustellen und in der Gallenblase. Bei der zweiten Reinigung war es sehr, sehr extrem gewesen, weil sich das wirklich dann angefühlt hat, als wäre irgendwas rausgekugelt. Ich hatte weder das Gefühl, dass ich mich übergeben muss, noch musste ich während der Nacht auf die Toilette gehen. Am nächsten Morgen, als ich dann die erste Bittersalzlösung getrunken habe, hat sich meistens auch noch nichts bei mir getan. Bei der zweiten Bittersalzlösung, dann fing das halt an mit der Ausscheidung. Ich habe bei der ersten Reinigung eher so diesen geilen Sand ausgeschieden. Da kamen 1, 2, 3, 4 Steine durch, aber wirklich eher so dieser Kries, dieser Sand. Genau, weil ich persönlich habe mich schon mega darüber gefreut. Bei der zweiten Reinigung und bei der dritten, das waren bisher meine erfolgreichsten. Ich habe ja jetzt die vierte gemacht. Die zweite und dritte, da habe ich wirklich festgestellt, da kam einiges raus. Also manchmal schon fast erschreckend, wo man denkt so, wow, das war ja einfach richtig, richtig verkloppt gewesen in der Gallenblase und auch in den Lebergängen. Das hat gereicht zu Kries, bis aber auch zu diesen, mal sagen, so große Ausscheidungen waren da schon dabei gewesen. Diese Steine sind dann meistens so giftgrün schon gewesen, so wie dieses Bilirubin, dieser Farbstoff von der Gallenflüssigkeit gefärbt. Genau. Also da habe ich echt, also es ist weder verspürt man Schmerzen, noch habe ich irgendwie sonstige Nebeneffekte gespürt. Die vierte Reinigung, da hat es langsam wieder angefangen, dass ich nur diesen Sand ausgeschieden habe. Also da war wirklich nicht mehr viel drin gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich fast durch bin, ob ich jetzt wirklich schon fast so weit gereinigt bin, dass ich einfach schon die größten Ablagerungen weg habe. Ich werde noch eine 5 dranhängen, dann werde ich es auf jeden Fall sehen. Aber so das Fazit von allen Vieren, muss ich sagen, es war super erfolgreich. Es war super easy, auch mit der Ernährungsweise, auch mit der Reinigung selber. Jede Reinigung hatte wirklich auf ihre eigene Art und Weise wirklich was Wunderschönes gehabt. Ich habe nochmal mich selber auf eine ganz andere Weise kennengelernt und ich kann echt sagen, ich kenne mich wirklich schon sehr, sehr gut, aber
es kamen einfach nochmal viele neue Emotionen dazu, nochmal alte Dinge, die nochmal aufgepoppt sind. Man hat nochmal viel Zeit mit sich selber verbracht, einfach nochmal reconnected und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen. Ich habe es sehr, sehr genossen, jede Reinigung für sich selber. Spricht man schon fast wie so eine Schwangerschaft darüber. Jede Reinigung, jede Schwangerschaft hatte sowas Besonderes. Jede Reinigung war sehr individuell. Also ich habe auf jeden Fall nach jeder Reinigung feststellen können, dass ich einen extremen Energieschub gewonnen habe. Ich habe mich neugeboren gefühlt, wirklich temporär allerdings, muss man sagen, weil danach erfährt man auch natürlich wieder so eine Wellenbewegung. Es gibt wieder Tage, wo man die Symptome wie vorher, wie Müdigkeit und Trägheit einfach wieder zurückkommen natürlich. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, diese Leberreinigung im Abstand immer von 5 bis 6 Wochen zu machen, damit man halt die ganzen alten Ablagerungen auch noch rausbekommt. Plus, diese alten Ablagerungen sind für mich auf jeden Fall irgendwo auch noch connected mit alten Emotionen. Das heißt, für mich war nicht nur dieser physische Aspekt einfach ein ganz, ganz großer, worauf ich jetzt gleich nochmal eingehe, sondern auch dieser emotionale, mentale Aspekt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass nach jeder Reinigung ich einfach auch nochmal alte Dinge, die mich in meiner Vergangenheit sehr aufgerührt haben und sehr berührt haben und auch sehr geschmerzt haben, nochmal hochgekommen sind und ich die einfach nochmal losgelassen habe, wirklich mit der Reinigung letztendlich wirklich symbolisch losgelassen habe, was halt nicht nur physisch passiert, sondern man muss das halt auch emotional loslassen. Es war auf jeden Fall ein Journey gewesen und sehr, sehr spannend. Ich habe vorher, weil ich auch extrem, extrem viel Stress in den letzten Jahren hatte, gerade mit dem Rückzug nach Deutschland, ich habe für ein paar Jahre woanders gelebt, habe ich sehr gestruggelt einfach auch mit meiner Gesundheit. Ich habe mich wirklich sehr runtergewirtschaftet. Mir ging es eine Zeit lang überhaupt nicht gut. Ich bin nach Hause wirklich gekommen mit einem angekratzten Burnout-Syndrom, so könnte man sagen. Vielleicht noch nicht mal angekratzt, ich bin immer ein Mensch, der tendiert, es alles ein bisschen klein zu reden, sondern mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Ich war sehr unstrukturiert gewesen, was gar nicht meine Art und Weise ist. Ich bin normalerweise ein sehr organisierter, strukturierter Mensch. Ich wurde sehr unstrukturiert. Ich habe so diesen Nebel im Hirn gespürt. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Das war eine andere Sache, die mich unfassbar gestört hat. Ich bin jetzt momentan, ich arbeite halbtags, ich studiere halbtags. Und ich konnte, gerade weil es ein Selbststudium ist, ein Fernstudium, ich konnte mich einfach nicht mehr abends hinsetzen und mich konzentrieren. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe fast schon gedacht, hey Christina, hast du irgendwie so ein ADHS-Problem oder was? Weil ich eigentlich nicht ein Kandidat bin, der dazu neigt. Das war eine andere Sache, warum ich überhaupt diese Reinigung angefangen habe. Und ich kann absolut sagen, bei dieser Sache, auch wenn eine andere Sache war zum Beispiel meine Haut gewesen, warum ich es angefangen habe und wo ich auch Progress gemacht habe, Fortschritte gemacht habe, natürlich nicht so viel, wie ich das mental feststellen konnte, weil ich wirklich viel ruhiger wieder bin. Ich bin mehr connected mit mir selber, mehr verbunden mit mir selber. Ich bin wieder strukturierter, klarer, einfach wirklich klarer. Nicht nur klarer im Kopf, sondern auch, ich habe eine klarere Sichtweise wieder bekommen, auch körperliche Sichtweise, also wirklich meine Augen sind besser geworden, meine Sinne sind einfach nochmal ein bisschen schärfer geworden. Ich träume wieder ganz, ganz intensiv, also wirklich auch wunderschöne Träume, wo ich mich ganz verbunden fühle mit dem Universum und mit Gott und mit mir selber. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist wirklich meine Haut. Das war eine zweite Sache, warum ich auch diese Reinigung angefangen habe, weil natürlich Leber auch viel mit der Haut in Zusammenspiel steht. Und ja, es ist noch eine Reise. Ich habe leider noch nie in meinem Leben eine wirklich klare, kristallklare, schöne Haut gehabt. Wie zum Beispiel meine Freundin Sarah. Oh, wenn ich ihre Haut sehe, dann denke ich mir so, mein Gott, was würde ich dafür tun? Aber wer weiß, vielleicht stehen mir die Türen ja noch irgendwo offen. Aber ich habe wirklich teilweise wirklich so schlimme Ausbrüche nochmal gehabt, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin. Vor einem Jahr bin ich wiedergekommen, ungefähr 10 Monate,
Und mein ganzes Dekolleté, mein Rücken. Und das ist natürlich auch als schlimm, irgendwie als Frau, wenn man kein also nicht Ausschnitt bis hierhin tragen, aber irgendwie, genau, ich habe immer irgendwie hochgeschlossene Sachen an, weil es mich so stört. Und auch gerade im Sommer, wenn man ein schönes Kleid anziehen möchte, der Rücken, es ist einfach, es belastet einen irgendwo. Und ich habe mich lange Zeit damit abgefunden, weil ich dachte so, hey Christina, das ist einfach temporär, aber es wurde nie besser. Und deswegen habe ich gesagt, da muss irgendwas falsch in meinem Körper sein, sonst hätte ich diese Ausbrüche mit meiner Haut nicht. Es ist definitiv schon viel besser geworden. Also ja. Definitiv. Ich kann sonst auch mal in einem weiteren Video, ich würde gerne noch ein weiteres Video speziell um Akne drehen. Da werde ich definitiv auch ein paar Bilder zeigen, auch wenn es mir wahrscheinlich mich ein bisschen Überwindung kosten wird. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch so viele Videos angeschaut von so vielen tollen YouTubern da draußen, die so authentisch und offen darüber gesprochen haben und was mir auch so viel geholfen hat. Und dementsprechend würde ich gerne ein Stück auch wieder zurückgeben und ja, authentisch auch hinter der Sache stehen und nicht so diesen mehr Schein aufbauen, als letztendlich da ist, weil ich habe keine gute Haut gehabt und ich habe Wege jetzt gefunden, es zu minimieren und ich komme immer weiter da dran und wenn ich irgendwann an einem Punkt angelangt bin, wo ich sage, hey, ich habe wirklich diese Lösung für mich gefunden und da kann ich vielen Menschen helfen, dann werde ich auf jeden Fall ein Video darüber machen. Die Verdauung, ich hatte sonst auch nie Probleme so krass mit der Verdauung gehabt, aber man merkt ganz klar, die Gallenflüssigkeit ist wieder im Spiel. Der Körper wird basischer, die Verdauung, die gerade Fettverdauung funktioniert so viel besser. Wirklich, das merkt man ganz extrem. Ein Hoch auf die Gallenflüssigkeit, wirklich. Gerade weil Gallenflüssigkeit auch alkalisch ist und basisch ist und zudem auch sehr gegen Candida und Parasiten hilft. Also es ist fast schon erschreckend, wie viele Menschen an Parasiten und Candida leiden, auch gerade in den westlichen Ländern. Es wird immer so ein bisschen runtergespielt, dass man denkt, so nur die tropischen Länder haben mit Parasiten zu tun. Dem ist gar nicht so. Gerade in unserer Gesellschaft, was wir unserem Körper zufügen und reinschaufeln und als normale, gesunde Ernährung bezeichnen, das ist eigentlich schon fast erschreckend. Deswegen, ich würde schon fast sagen, 80% der Menschheit da draußen, auch selbst in Deutschland, haben Parasiten. Und letztendlich, wenn man noch ein bisschen tiefer taucht, warum man Parasiten hat, dann macht das auch Sinn. Weil sie letztendlich, wenn, ja, weil unser Körper einfach so viel Giftstoffe und Schwermetalle in unserem, also in sich trägt und diese Parasiten natürlich uns auch krank machen, aber in dem Sinne uns irgendwo was zurückgeben, weil sie diese Schwermetalle in sich einverleiben und unserem Körper in dem Sinne unschädlich machen. Aber auf der anderen Seite, wie ich schon gerade gesagt habe, Parasiten neigen auch dazu, dich krank zu machen und deswegen, das muss halt alles im Schach bleiben. Und ich habe halt ganz krass auch gemerkt, dass diese Reinigung mir sehr dabei geholfen hat, einfach ja, gegen Viren, Parasiten, Candida, Ablagerungen, die sich halt im Darm festsetzen, gerade auch mit den ganzen Einläufen, das war halt wirklich, das ist so, so gut oder noch besser zur Kollagentherapie, zu einer Heilpraktikerin. Das sind so overall meine Erfahrungen. Ich kann jetzt gerade an nichts anderes denken, außer dass ich wirklich, noch eine wichtige Sache wollte ich sagen, und zwar, man darf bitte nicht erwarten, dass ein Heilungsprozess ist wirklich, das ist wie so eine Wellenbewegung. Nur weil es dir an einem Tag gut geht, heißt es nicht, dass es dir am nächsten Tag genauso gut geht und dass sich das immer wieder steigert. Sondern es ist manchmal, du gehst manchmal einen Schritt zurück, um wieder Anlauf nehmen zu können, um wieder weiterspringen zu können, um noch mehr zu heilen. Deswegen lass dich nicht runterbekommen von diesen Setbacks oder von diesen Healing Crisis, nennt man es im Englischen. Das ist ganz normal, das ist menschlich und das wird dich auch erwarten. Verwechsel nicht diese Healing Crisis mit einer Verschlimmerung deiner Symptome, weil du jetzt irgendwie deine Ernährung änderst. Und sobald sie basisch essen oder alkalisch essen, dass erstmal der Körper stark reagiert, weil man einfach oder diese Menschen so krass übersäuert sind. Und zwar noch ein Tipp obendrauf. Das sind zwei wunderbare Teemischungen nach dem Rezept von Andreas Moritz. Hier, das ist die Leberkräutermischung. Und ich bin jetzt gerade in meiner Nierenreinigung, die man nach jeder dritten bis vierten Leberreinigung auf jeden Fall machen sollte.
mit dem Kräutertee und die gibt es auf jeden Fall online zu kaufen. Und die Organe greifen auch ineinander über. Also wenn deine Leber komplett zugemüllt ist, können dann zum Beispiel, also versucht dein Körper das irgendwie so ein bisschen umzupuffern und dann sind deine Nieren vielleicht einfach die Hochleistungsfilter in deinem Körper oder deine Haut oder dein Darm. Deswegen muss man so ein bisschen darauf achten, dass man kein Organ so ein bisschen außer Acht lässt, sondern wenn man die Leber reinigt, zugleich auch versucht, die anderen Organe mit zu entlasten und dementsprechend auch reinigt. Ansonsten kann man halt irgendwie so eine krasse Disbalance kreieren, wenn man nur sich auf ein Organ fokussiert, weil erinnert euch oder remember, because remember, weil merke dir, dass der Körper halt ein Zusammenspiel ist. Es ist was ganz Einheitliches. Es ist ein Puzzle, was ineinander eingreift oder übergreift. Eine Sache, die mir auf jeden Fall auf dem Herzen liegt, die ich kurz noch erwähnen möchte, und zwar, man kann nicht erwarten, dass, wenn man seinen Lifestyle nicht komplett ändert, seine Ernährungsweise, dass man mit einer Reinigung oder mit zwei Reinigungen irgendwie schon wieder neu geboren ist und der Körper einwandfrei funktioniert. Leider neigen wir dazu, unseren Körper wirklich so lange runterzuwirtschaften, bis wir krank werden und unser Körper schreit so, hey, so geht's einfach leider nicht mehr. Dann normalerweise werden wir erst wieder aufmerksam auf unseren Körper und das sollte einfach nicht passieren. So einen Raubbau sollte man mit keinem Körper treiben, weil letztendlich es ist ein Wunderwerk, es ist der Tempel unserer Seele. Hier wohnen wir temporär inne und letztendlich hat uns, ja wirklich, es ist ein Geschenk. Jeder Körper ist letztendlich ein Geschenk von Gott an uns, damit wir hier irgendwie auf der Erde funktionieren können und unsere Träume erfüllen können, leben können, Freude teilen können. Deswegen, es ist einfach so, so wichtig, dass man seinen Körper diesen Respekt entgegenbringt, den er uns tagtäglich erweist, dass wirklich mit so vielen Dingen, selbst wenn wir, wer gerade während der Teenie-Zeit oder so wenig Schlaf gehabt haben, so viel Alkohol konsumiert haben, einfach wirklich unseren Körper mit Shit zugeballert haben, unser Körper einfach noch so gut funktioniert, das ist einfach ein, ich meine, da manchmal denke ich, wenn man das vergleicht mit einem Freund und irgendwie immer nur Dreck dem Freund gegen den Kopf schmeißt, würde der schon längst sagen, so bye, aber unser Körper bleibt stark und wirklich versucht immer nur uns das Beste zu geben. Deswegen, es wäre einfach schön, wenn man dem Körper diesen Respekt wieder, ja, zurückgibt und honoriert und einfach dankbar ist und ihm auch die Zeit gibt, sich zu erholen und diese Reise durch diesen Heilungsprozess auch irgendwo genießt und sich neu irgendwie selber kennenlernt und schätzen lernt. Weil letztendlich unser Körper, ja, ist ja kein Goldesel. Manchmal denkt man wirklich, das ist so ein Goldesel. Man schmeißt Scheiß rein und Gold kommt wieder raus. Ich meine, für eine ganz lange Zeit macht der Körper das auch noch, aber irgendwann ist halt mal Schluss. Und ein Körper kann halt nicht aus Scheiße irgendwie Bonbons schnitzen. Ja, das ist mir auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ganz, ganz viel Liebe für euch und bis zum nächsten Mal.